И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Das ist Wladimir Putin, Präsident Russlands. Am 24. Februar 2022 verkündet er in einer Ansprache an die Nation, dass er mit einer Spezialoperation die Ukraine entnazifizieren will. Mit dieser Rede beginnt ein Krieg. Ein großflächiger Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber auch ein Krieg im Internet. Ein Desinformationskrieg. Mein Name ist Gabriele Scherndl. Ich bin Journalistin und Faktencheckerin beim unabhängigen Recherchezentrum Korrektiv. Und ihr hört den Trailer zu unserem Podcast Fakten, Front und Fakes. In 6 Folgen werden wir euch mitnehmen in den Teil des Ukraine-Kriegs, der im Verborgenen stattfindet, in den dunklen Ecken des Internets. Gemeinsam steigen wir in einen Abgrund, in einen Strudel von falschen, manipulierten und unbelegten Inhalten. Inhalte, die einen Einfluss darauf haben können, ob Menschen überleben oder sterben. Wir haben seit Beginn des Krieges hunderte Faktenchecks über Falschbehauptungen veröffentlicht. Seit 1,5 Jahren analysieren wir Videos von Leichen, sichten Satellitenbilder und enttarnen gefälschte Medienberichte. Manchmal reichen ein paar Klicks, um Desinformation zu entlarven. Wie das geht, wollen wir euch hier zeigen. Manchmal aber stoßen wir auch auf ganze Systeme, die die Desinfomaschine immer weiter antreiben. Und auf die großen Narrative dahinter. In diesem Podcast sprechen wir mit einem Exilrussen über Homophobie, Propaganda und die Rolle Putins in diesem System. The propaganda work of Russian state is absolutely systematic and it is very sophisticated. Wir beleuchten, was eine junge Deutsche antreibt, hunderttausende Menschen täglich mit Falschinformationen zu bombardieren. Ich höre, wie in den westlichen Medien jetzt über das Geschehen berichtet wird. Das böse Russland attackiert die Ukraine. Es ist alles schwer zu erklären, wenn man nicht im Thema ist. Wir klären, was es mit dem Vorwurf von Nazis in der Ukraine auf sich hat. Also ich sehe eigentlich keinen wesentlichen Einfluss von Nazis in der Ukraine. Und wir zeigen euch zahlreiche Beispiele, wie Desinformation diesen Krieg prägt. Manche Falschbehauptungen erreichen sogar die Spitze der deutschen Politik. Auch darüber sprechen wir im Podcast. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Wie diese Desinformation funktioniert, ist verdammt wichtig zu verstehen. Jede Person, die ein Handy oder einen PC hat, ist damit konfrontiert. Manchmal ohne es zu wissen. Wir alle können manipuliert werden, uns täuschen lassen, ohne es zu merken. Und damit werden wir zu Spielbällen in diesem Krieg. Wir zeigen euch in diesem Podcast aber auch, wie man wieder rauskommt aus diesem Abgrund. Fakten, Front und Fakes hört ihr ab Mitte August überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen.